Damit erstmal herzlich willkommen zum ersten Let's News bei mir auf dem Kanal MyGamersLP. Ja, die neue Idee, würde ich sagen. Ich hoffe, das wird was. Ich weiß es selber nicht. Ihr müsst es entscheiden. Ihr müsst mir sagen, ob euch das gefallen hat. Wenn nicht, dann sagt mir Bescheid. Ich werde auch am Ende nochmal darauf hinweisen. Naja, wie gesagt, Let's News am Samstag, 2 Tage verschoben auf Montag. Sollte ja nun mal eigentlich am 12.01. kommen. Dafür habe ich mir auch die News rausgeschrieben. Aber die werde ich jetzt trotzdem einfach bringen, weil ich mir die einfach rausgesucht habe und das einfach die besten waren, die momentan so meiner Meinung nach in waren. Sagen wir so. Ich fange einfach mal an mit einem schönen Thema und zwar Slenderman The Musical. Es ist so, ja, das ist, ja, der Slenderman, der kann nun mal auch anders als ein Slender zu schocken. Ein paar YouTuber haben sich gedacht, komm, wir machen mal ein Musical davon, und da erzählt hat der Slenderman, oder klagt der Slenderman über sein Leid. Hört sich ganz schön an, ist auch ein, ich glaube sogar mit echten Schauspielern, manchmal hier steht, in einem witzig inszenierten Musical mit echten Schauspielern. Schöne Sache, hört sich auch ganz gut an, ist ganz schön, und er tanzt auch. Wo das Tanzen schon ein bisschen komisch ist, aber naja. Dazu werde ich jetzt einfach mal dieses nette Video, werde ich hier mal in dieses Video einfügen. Ich hoffe, es gibt keine Probleme von wegen Datenschutzrichtlinien und bla bla bla. Wie wir es halt kennen, ne? Die GEMA, wie ist da? Ja, die GEMA wird damit nichts zu tun haben, aber YouTube erzählt ja schon mal gerne ein bisschen was, ne? Naja, wenn es nicht so ist, dann werde ich einfach das Video nochmal hochladen, ohne diesen ganzen Quatsch schon wegen diesem Video. Ich hoffe auch, die YouTuber sind damit einverstanden. Ich werde dieses Video jetzt hier einfügen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Der mein Flashlights. Oh, a note. Oh, yes. Yes. Just two more. I got this. I got this. Slender man, just want someone to hold my hand. Sick and tired of being on my own. Every time I drop by, PewDiePie starts to scream and cry. Can't they see? I just want a friend. Just 'cause I don't have a face doesn't mean I should feel so out of place when I'm seen. I don't mean harm, I want love to open up. But no, they see me standing and they run. So, da seid ihr ja wieder und ich bin übrigens auch wieder da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also dieses nette Video. Ja, was soll ich dazu noch großartig sagen? Das hört sich jetzt gerade an, als hätte ich das Video gemacht. So mit dem hat es euch gefallen. Ja, nee, doch nicht. Okay, dann halt nicht. Naja, ist ja ganz witzig. Naja, das war auf jeden Fall das. Dann kommen wir zum nächsten Slender-Thema, und zwar soll bald von den, die Entwickler sind wohl gerade an einem neuen Slender am Arbeiten, und zwar an Slender The Arrival. Es sind nämlich schon ein paar Bilder von den Entwicklern veröffentlicht worden und die präsentieren eine ziemlich nette Grafik. Muss ich ehrlich sagen, ich werde wohl mal gerade hier die Bilder durchlaufen lassen, während ich wohl hier gerade erzähle. Na gut. Das war's vom Slenderman-Thema. Kommen wir zu Dead Space 3. Und zwar soll es eine limitierte Dev Team Edition, die lediglich 5000 Mal produziert werden sollen. Diese Dev Team Edition soll 160 US, ich soll mal kurz runterscrollen hier. Diese Dev Team Edition soll rund 160 US-Dollar,
sind etwa 120 Euro Kosten mit einer Version von Dead Space 3 und ohne dieses Spiel soll es 100 US-Dollar, das Kosten, das sind etwa 75 Euro, das wäre dann ohne das Spiel. Vorbestellen könnt ihr, also wenn es euch gefällt, könnt ihr es gerne vorbestellen auf der offiziellen Internetseite von Electronic Arts. Ich werde einen Link in die Beschreibung packen, auch wenn das gerade extremste Werbung ist, aber kann man ja ruhig mal machen. Ich meine, ich werde auch nicht bezahlt dafür. Vielleicht sollte ich mich mal bei denen melden. Nee, Scherz. Naja, die Inhalte sind halt wie folgt. Und zwar ist das Ganze in eine nette 33 cm Metallkiste in schönem Dead Space Design gepackt. Dort drin befindet sich eine 20 cm große Figur des Markers, wenn das jetzt nicht irgendeine Spielfigur ist, die anders ausgesprochen wird. Ich weiß das selber nicht genau. Eine Wasserflasche wie aus dem Spiel. Dazu ein gebundenes Notizbuch von SCAF. Ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Sovereign Colonies Armed Forces. Wer besser weiß, weiß es eben besser. Ich weiß jetzt selbst nicht, also ich weiß es nicht genau, ich kann euch jetzt nicht genau sagen. Vielleicht weiß das ja jemand von euch. Naja. Dann noch drei SCAF-Poster. Dazu 6 Postkarten, ein Mini-Bildband, was 96 Seiten umfasst. Ich denke mal, das ist ein kleines Comic. Ein Datenpad aus Aluminium. Ja, das wird wohl, weiß ich nicht, irgendwas mit Daten sein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Wenn ihr wisst, dann wisst ihr. Könnt ihr mir gerne in die Beschreibung schreiben. Also, ich weiß es nicht, dann bin ich auch mal wieder ein bisschen schlauer hier. Dead Space 3 könnt ihr euch dann mitbestellen, glaube ich, auf der Plattform eurer Wahl ohne Download. Ich denke mal, man soll sich dann, wenn man dieses Pack bestellt, Entschuldigung, soll man sich das wohl aussuchen. Ob PC, PlayStation oder Xbox 360 oder 360, ich weiß nicht, wie ihr das gerne hättet. Es soll nämlich voraussichtlich am 7. Februar ungeschnitten für PC, PlayStation und Xbox 360 erscheinen. Gut, dazu kommt dann in dieser Dev Team Edition kommen noch 2 Zusatzinhalte, und zwar First Contact und Witness the Truth. Das sind beides eine neue Rüstung und eine neue Waffe. Gut. Dann kommen wir zum nächsten. Besitzer der Konsolen, PC, PlayStation und Xbox 360, können sich freuen, denn ab dem 22. Januar soll eine Demo des Actionspiels zum Herunterladen veröffentlicht werden, um es halt auszuprobieren, wie das halt so mit Demos ist. Denn Dead Space 3 soll dank seiner vielen Neuerungen eine Spielzeit von bis zu 100 Stunden umfassen. Hört sich ganz nett an. 100 Stunden, ja, ist schön. Ich weiß nicht, ich glaube bei Skyrim waren auch 100 Stunden. Ich weiß nicht, ob damit mit eingerechnet ist die Nebenmission, weiß ich nicht. Ich habe Skyrim mal gespielt, habe aber mittlerweile wieder damit aufgehört. Hab's auch, glaube ich, noch auf dem PC. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, ich wollte da mal ein Let's Play von machen, hab's dann aber gelassen, weil ich das Spiel schon durch hatte. Naja, okay. Dann kommen wir zum nächsten Thema und diesmal ist es COD, Call of Duty, es handelt sich um Black Ops 2. Und zwar soll ab dem 17. Januar ab dem 17. Januar für alle PS3 und PC-Spieler die Nuketown Zombies Map verfügbar sein. Allerdings nur für Besitzer eines Staffelpasses, da wohl um die Map Nuketown of Black Ops 2 ein regelrechtes Drama ausgebrochen war. Ich weiß selber nicht, was das für ein Hype war, weil ich habe mich nicht so um Black Ops 2 bemüht. Ich bin momentan, was Shooter angeht, eher so Planet Side 2, weil ich einfach dieses Spielprinzip von wegen Schlachten mag. Naja, Geschmäcker sind halt verschieden. Diese Karte soll es wohl schon eine ganze Weile für Xbox 360 geben, aber auf Twitter wurde halt die Veröffentlichung für PC und PS3 gestern offiziell, nicht gestern, wie steht gestern, aber das war vorvorgestern, am 11. muss das gewesen sein, also vorvorgestern, bekannt gegeben. So. Aber ohne einen Staffelpass geht da überhaupt nichts, wie gerade schon gesagt.
Was es sonst noch zu Black Ops 2 zu sagen gibt, am 29. Januar soll der Zusatzinhalt Revolution für ja, alle Konsolen, denke ich mal, erscheinen, der euch selbst zum Zombie werden lässt. Wenn du es dann hast, ständig nur Untote zu jagen, dann werd doch einfach mal selbst zum Zombie. Schlachte die Kerle ab da, die da rumrennen und dich und deine Kollegen alle fertig machen. Ja, finde ich eine nette Idee. Ich mag selber immer so, die Zombies zu spielen, bei allen möglichen Spielen. Wenn es um Zombies geht, dann mag ich es gerne, Zombie selbst zu spielen, wie bei Left 4 Dead. Das ist echt cool. Bei Left 4 Dead 2 kann man ja Zombies spielen. Ich weiß gar nicht, in welchem Spielmode das ist. Naja, auf jeden Fall ist Call of Duty Black Ops für PC, Xbox 360, PS3 und Wii U erhältlich. Die Leute, die ja, was viel mit COD zu tun haben, wissen das wahrscheinlich. Gut, das war's eigentlich schon mit den Themen, die ich mir hier so markiert habe. Also mit unserer ersten Let's News-Sendung. Ich find's ganz nett, die Idee. Ich find's auch schön, mal so selbst so ein bisschen was zu lesen. Ja, ist ganz interessant, was hier so manchmal steht. Auf jeden Fall, wenn's euch gefallen habt, ja, genau. Das Deutsch ist heute wieder überragend. Nein, wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann gebt einen Daumen runter. Dann kann ich auch sehen, ob euch es gefallen hat oder nicht. Ob ich diese Let's News Rubrik weiter verwenden soll. Oder ich doch lieber nur schlappe LPs machen soll. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Ich weiß nicht, es gibt ja auch Leute, die gucken jetzt wahrscheinlich nur die Let's News. Wir sehen uns in der nächsten Let's News Folge oder halt in einem neuen Let's Play, keine Ahnung. Ich muss ja heute jetzt Dishonored dafür ausfallen lassen. Es tut mir leid, es tut mir sowas von leid, dass ich das jetzt alles so verschieben musste. Das Wochenende hat mir einfach keine Zeit gelassen. Tut mir echt furchtbar leid. Ist wirklich mein Ernst. Also das hat sich jetzt echt sarkastisch angehört, aber ich meinte das wirklich ernst. Am Mittwoch wird dann wieder Amnesia kommen. Oder Amnesia, wie ihr das auch gerne hättet, keine Ahnung. Am Freitag dann doch mal wieder Assassin's Creed, am Samstag dann die nächste Let's News Folge und am Montag dann geht's wieder los mit Dishonored, was ja heute nun mal nicht war, wie gerade schon gesagt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns, macht's gut und guckt schon in unsere Videos. Schaut doch gerne mal bei, weiß ich, Arnit von der Ecke, Magnimper, Rage Zone, Gay Skills vorbei. Das war jetzt unnötige Werbung, aber ist doch eine schöne Sache. Haut rein, macht's gut. Wir sehen uns.